Yo Leute, was geht ab? Mokka hier am Start und es ist mal wieder Zeit für ein neues Video. Ich versuche jetzt ein bisschen aktiver zu werden, war jetzt eine Woche lang weg, das heißt, ich bin wieder da. Ich versuche, ja, das ein oder andere Video rauszuknüppeln. Oh, hier wurde eine Base deleted von einem Zuschauer. Schade, schade. Und ja, wir möchten den Server wechseln. Der Hauptgrund, sage ich mal, ist, dass der hier extrem laggy ist, ja. Der Server, die Admins haben jetzt leider so viele Mods aufgefahren und wollten nicht auf die Community hören, weil die Community, die meisten waren gegen diese Mods. Wie zum Beispiel Stargate Mod, so ein Mod, wo man zwei Portale baut, man hin und her teleportieren kann. Und ja, wir waren eigentlich alle dagegen, beziehungsweise fast alle waren dagegen, weil seitdem laggt der Server nur noch. 10 Leute auf dem Server und der laggt ohne Ende. Jetzt haben wir gerade so einen Tag erwischt, da laggt es ein bisschen weniger. Und da wollte ich euch nochmal die Base zeigen, was wir hier auf dem Server da lassen. Au, da wird die Verteidigung, da schlägt die Verteidigung zu. Wir haben leider noch nicht geschafft, Turrets zu bauen. Ich glaube, wir haben nur einen Turret. Der ist aber noch deaktiviert, weil ein Turret alleine bringt ja kaum was. Was machen wir denn? Ich zeige euch am besten die Base. Also oben, die Base ist sozusagen in 4 Etagen unterteilt. Die 3 Etagen oben brauche ich euch eigentlich nicht zeigen, weil die sind auch recht leer. Da ist nur ein Labyrinth. Also eine perfekte Verteidigung. Wir können eben die Dinos zeigen. Hier noch unsere Verbündeten, die Augs, Mann, die waren mega cool. Danke nochmal an euch, dass ihr mitgespielt habt, dass ihr uns geholfen habt. Hier haben wir so 2 Haie. Der Logo Hai, falls ihr mit den Insider kennt. Dann haben wir einen Giga, ein Level 177 Giga, der noch nicht gelevelt ist. Also den haben wir, glaube ich, auf Level 160 gezähmt oder so. Oder 150. Mega, mega nett. Mega nett. Der wird noch sehr, sehr fett. Dann haben wir unseren kleinen Yoshi-Rex, haben noch einen Baby-Rex. Das hier war ein Baby-Rex. Ne, das war die Mutter, das war der Papa. Eins von beiden auf jeden Fall. Und das hier war ein Baby-Rex, ist inzwischen ausgewachsen. Haben wir T-Freak genannt, also auch ungelevelt. Mit Level 229, das ist nett. Haben Mammut, Annika, liebe Grüße geht raus. Auch an Socke, 184er Bronto, der war massiv. Also, wenn man mit denen einmal farmt, ich kann es mal zeigen, dann bringen wir den Server nochmal zum Laggen. But! Mega fetter Lake, oder? Mega fetter Lake. Aber dafür guckt euch mal die Stimberries an. 1000 gelbe Berries und hast du nicht gesehen. Ja, das ist leider ein Problem bei Halle, ne? Wenn jemand einen Bronto farmt, dann leckt der gesamte Server nochmal durch. Oh, guck mal, hier haben wir was kaputt. Wollte jemand angreifen? Das können wir gleich einmal repairen. Gehen wir mal rein. Also das hier der Vordereingang, so eine typische Doppeltür. Ne? Falls jemand mit Granaten angreift oder so, muss er 2 Türen hintereinander kaputt machen. Macht er eine Tür kaputt, dann, ah, schade, jetzt kommt hier noch eine Tür. Man weiß nicht, was noch dahinter alles kommt. Nehmen wir mal eben so ein bisschen davon mit und repairen das. Das muss vor kurzem passiert sein. Wir hatten hier versucht anzugreifen. Dann der Grinder, mega cool. Diese Mod gibt es auch auf dem nächsten Server. Also der Server, auf dem wir connecten, hat ein paar mehr Mods. Fabricator, Super Fabricator. Hier dieser fette Steinofen, den gibt es auch auf dem neuen Server. Industrial Forge. Mega, mega nice das Teil. Also super, super exzellent. Hier der Generator. Hier wäre eigentlich so eine Trennwand gekommen, damit der ein bisschen versteckt wäre. Ne? Dann gehe ich nochmal einmal hoch. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze geplant war. Hier haben wir unsere Essensmaschine, den Grill, den Industrial Grill. Hier Kühlschrank, da könnt ihr euch natürlich bedienen. Hier ein paar Bettchen noch. Also Betten haben wir ab und zu überall. Hier oben geht natürlich das Ding noch weiter. Und hier wäre nochmal so ein Generator hingekommen. So ein zweiter Generator, ja, der geheim versteckt wäre. So, aber das wollen wir ja nicht. Oh, das blendet ein bisschen. Ich hoffe, das wird im Video dann nicht so schlimm. Dann geht's halt. Also das sind so ein bisschen etagenmäßig, das so. Ja, so labyrinthmäßig gemacht. Dann haben wir hier unseren Besprechungsraum, ja, also hier kann man so trinken, hier kann man sich hinsetzen, ein Bierchen trinken. Hier setzen sich die Leute hin, wenn man einen Angriff plant, ja. Und der Stratege, da haben wir leider noch keinen gefunden, aber einer, der weiß, wie man angreift, wird dann hier anmalen, wo wir, wann wir angreifen und so. Das sieht mega cool aus, finde ich. Dann gehen wir mal einen Raum weiter. Hier haben wir unser Brütungszimmer. Auch ganz nett, ne? Heißt also, hier kommen die Eier hin, werden durchgebrütet und dann, wenn die fertig sind, werden die Dinos hier abgeführt. Hier ist der Stall. Bisher haben wir nicht viel, also wir haben ja eigentlich alles verloren gehabt. Haben hier einen Trike, Low-Level Trike, was ist das für ein Level 26? Don Cement und Frosch Level 254, wieso der auch immer unter der Erde ist. Mal gucken, ob wir den rausbekommen. Den haben wir rausbekommen, okay, perfekt. Na, Don Cemento, Grüße geht raus an Club Mate. Unseren Steini haben wir. Dr. Hans auch sehr, sehr nice. Der Junge, der farmt Metall wie kein anderer. Der Elch haben wir. Und Merle. Merle ist auch immer am Start. Ich weiß nicht, wieso irgendjemand
hat damals, ich weiß gar nicht, ob Merle mit, nee, ich glaube Merle hat nie Ark gespielt. Irgendjemand kam auf die Idee, Merle das Ding zu nennen und seitdem heißt es auch immer Merle. So, das Ding können wir gleich mitnehmen. Hier ist sozusagen die Flugabteilung, ja. Das einzige Manko ist, wir uns ist später erst aufgefallen, wie machen wir das Tor eigentlich wieder zu, ne? Aber ich finde das ganz cool, so die Flugtiere einzeln sortieren. Wir gehen nochmal hier rein, weil ich möchte ein bisschen Base zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gezeigt habe. Machen wir mal hier zu. Hier gibt es auch so ein Add-on. Royal Food Chest. Ich glaube, das aus dem Add-on. Aus welchem Add-on ist denn das? Das ist, glaube ich, aus dem Burg-Add-on. Da gibt es so verschiedene Heads, ja? Also da gibt es so Royal Heads. Und wir haben jetzt diesen Kopf genommen. Das ist ein Skin, ne? Ich habe natürlich jetzt eine Flak-Armor an, ne? Aber laut dem... Laut dem Spiel haben wir jetzt so einen königlichen Kopf an. Sieht zwar ein bisschen gay aus, aber who cares? Dann haben wir hier zwei paar Schränke, so unsere Lageabteilung, da füllen die zum Beispiel, was haben wir hier so? Heid haben wir da, Fieber haben wir da, nochmal Fieber haben wir da, Patch haben wir da, was haben wir denn alles? Sattel haben wir da, also alles mögliche haben wir da. Wenn man da durchgeht, so... Wenn ihr jetzt hier hochgeht, haben wir die Safe-Abteilung, ja. Hier hat der Fortress gebaut, habe ich glaube ich sogar im letzten Video erwähnt gehabt oder so. Bin mir nicht sicher. Ich mache es nochmal ganz schnell. Hier oben sollten noch Geschütze hin, sowas geplant. Zwei Safes in die Mitte, in den Safes halt so paar wichtige Sachen, also paar Rezepte. Wir haben halt nichts Sicheres bisher gefunden, aber da wäre noch was Wichtiges gekommen. Ja, das war grundsätzlich diese Base. Jetzt gehen wir hin und fliegen auf eine Insel. Da steht nämlich noch eine Base, eine zweite Base und die möchte ich euch auch nochmal kurz zeigen. Hat nämlich Seil gemacht. Richtig, richtig nice geworden. Deswegen, Leute. Achso, die Verteidigung noch, ne? Also oben ein paar Quetzels, weil die leider noch nicht in die Tote passen. Also ein großer Stall war noch geplant. Kommt demnächst, aber bisher auf jeden Fall geplant war es ungefähr so. Ich kann es mal sagen. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. An den Ecken Türmen, Zwischentürme, Turm, 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 Turm und so weiter. Heißt also so eine Pflanzen- und Turmabmischung. Immer hintereinander, aber leider nicht geworden. Also, glaube ich, noch ein bisschen Munition mit. Also, leider nichts draus geworden. Mal gucken. Vielleicht gehen wir jetzt zurück auf den Server. Also, wir werden jetzt hier nichts kaputt machen oder so. Vielleicht gehen wir irgendwann mal zurück. Und jetzt fliege ich zur fliegenden Insel und dann zeige ich euch gleich die fliegende Insel. Bis gleich, Leute. Jo, Leute, da sind wir wieder. Es ist jetzt Nacht, es ist dunkel geworden. Gerade kam immer wieder. Es kam einfach nur Lex, Lex, Lex. Ich habe mal die Lichter angemacht, habe jetzt nochmal die Aufnahme neu gemacht. Deswegen fliege ich nochmal hin. Hier ist so die fliegende Insel. Mega geiler See. Episch gelandet hier. Zack. So eine schöne Brücke. Hat jetzt, glaube ich, alles die Seil alleine gebaut. Bin mir gar nicht so sicher. Hier, glaube ich, sogar schon der Matter. Seil ist auch nebenan. Machen wir die Tür zu. Also so eine epische Landungsplattform, eine Brücke. Dann guckt einen erstmal ein böser Kano an. Level 224, Max Level getamed. Haben hier noch einen Trike. Der alte, gute Nidoking. Metalülülülülü ist am Start. Der kleine Metallfarmer. Hier haben wir Mucki. Hier haben wir Beelzebub. Seil ist am Start. Ein paar Kengetus, die nebenbei. Die sind ungefärbt. Und die sehen wirklich so aus. Und das ist eigentlich. Das ist mega, mega heftig nice. Also, ich finde es von den Farmen her übertrieben geil. Man kann sogar in die Bauchtasche von denen. Wenn einer reitet, kann der zweite in die Bauchtasche. Sieht mega geil aus. Kann sogar, glaube ich, daraus schießen. Hier Seil auch, naja, ich finde die Farbe so, naja, finde ich nicht so schön angemalt, aber jedem das seine. Hirsch, ich weiß gar nicht, habe ich schon mal ein Video daraus? Ich müsste nachgucken, ob ich ein Video schon gemacht habe. Ich zeige es auf jeden Fall nochmal, ein paar Dodos, der Hirsch ist da, die drei Raptoren. Ich finde, der linke sieht mega geil aus, der in der Mitte ist auch, geht so, und der rechte ist, glaube ich, unverändert. Ein Tethervogel, der in, ne, der sag ich mal, unter die Erde packt. Versuchen wir mit dem einen Stützen. Ne, kann man nicht machen. Okay, jetzt wollte ich selber, jetzt wollte ich selber. Jetzt wollte ich selber. Oh Gott, jetzt habe ich selber den Fehler gemacht. Hilfe! Was mache ich denn jetzt? Ja, was mache ich denn jetzt? Das ist die Frage. Kann ich auf den Raptor? Nein. Okay, GG, damit ist das Video auch zu Ende. Scheiße! Das ist so, wir haben es geschafft. Also, man muss so ein bisschen tricksen, sind dabei rausgekommen. Dank Hilfe. Ohne Hilfe wäre es nicht gegangen, da hätte ich ihn wahrscheinlich töten müssen. Dann haben wir hier eine nackte Frau. Dann haben wir unseren geilen Tiger. Der Kampftiger. Oh, ein komplett schwarzes auch mit. Müsste auch angemalt sein, aber der sieht mega nice aus. Das hier, glaube ich, die Standardfarbe, oder? Könnte auch angemalt sein.
Bin mir nicht sicher. Was haben wir hier oben? Hier oben noch einen kleinen Parkplatz für ein paar Vögelchen. Die müssen ja natürlich in der Luft stehen, ne? Vögel müssen ja über allen anderen sein. Ich finde das auch von der Idylle hier. Guck dich das mal an. Okay, wird gerade Tag. Können wir die Fackel wegpacken? Guck dich das mal an hier, so mit den Fackeln. Mega geil. Und dann haben wir hier so einen Thron. Der kann sich dann draufsetzen. Und guck dich das mal an. Das ist unser... Sollte so eine kleine Anspielung mit Game of Thrones sein und so. Dann ist der Besucherstuhl. Okay, hat eigentlich gar nichts mit Game of Thrones zu tun, außer der Thron, aber naja. Es sieht schon geil aus, es sieht schon geil aus. Dieser Besucherstuhl nehme ich abends in PvE an. Es kommen ganz viele Leute hier rein und besuchen uns. Dann haben wir hier den Quetzel noch, einen T-Rex. Was haben wir noch hier? Ein Vogel. Der ist wirklich nicht schön, der Vogel. Nein, der ist nicht schön, den müssen wir uns nicht angucken. Die drei T-Rex kennen wir aus dem Stream auf jeden Fall. Das hier mein Lieblings-T-Rex. Der Yoshi, den haben wir eben schon bei uns auf der Base gesehen. Haben wir zwei Stück von und hier irgendwie, weiß nicht. Da ist jemand. Ja, da hat jemand wahrscheinlich Stress auf der Arbeit gehabt und hat seinen Pinsel einfach ein bisschen durch die Gegend geschwungen. Dann haben wir hier das Bettchen. Ein paar Pinguine. Wieso auch immer die am Bett sind. Wärmen wahrscheinlich das Bett. Lass mal da. Eine Bank zum Bauen. Hier ein paar Türen. Was das ist, weiß ich immer noch nicht. Wurde mir heute nicht wirklich erklärt. Hier mal wieder ein See, alles ausgehen. Also die Stelle ist auf jeden Fall mega schön. Ist glaube ich auch, wenn man sich hier einbunkert, sehr, sehr OP, weil einfach ist wie eine Insel, da können keine Gigantos hin, da können keine T-Rex hin und dadurch macht das schon sehr, sehr mächtig. Bedonsus auch nicht, außer man zähmt die natürlich auf der Insel, aber dann sind die nicht so stark wie die eigenen. Also sehr, sehr nett. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal tagsüber von oben an, damit ihr seht, wie nice diese fliegende Insel ist. Aber auf den meisten Servern darf man hier nicht bauen. Also hier ist eine Ausnahme. Auch bei dem Server war es egal. So sieht's aus. Sehr, sehr schöner Teich. Geht dann nach unten. Und ja, ne? Ich finde es auf jeden Fall genial. Hier nochmal von der anderen Seite zu begutachten. Metall hat man hier, Kristalle hat man hier links. Man hat eigentlich ziemlich alles hier, außer Perlen, glaube ich. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So sieht das aus. Obwohl, ich fand es damals hat schön ausgesehen. Es kam nämlich jetzt ein Valhalla-Update. Da sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Im Süden ist zum Beispiel noch eine fliegende Insel dazugekommen. Sehr viele neue Dungeon Caves, alles Mögliche. Hat sich einiges geändert an der Map. Und ja, dadurch ist leider die Insel hier komplett despawned. Kein Problem aber. Denn, wie gesagt, neu gebaut. Aber ich fand es damals was schöner. Blöde Käfer hat man hier leider auch. Die nerven bei Valhalla extrem. Aber sind auch ziemlich gut, um... ja, Zement zu farmen. So, ich töte den jetzt eben. Oder auch nicht. Ich fliege einfach rein und wir hiermit verabschieden wir uns. Im Stream sehen wir uns mit neuen Maps. Ich habe auch sehr viele Kampfszenen aufgenommen. Die werden jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr online kommen. Ich denke, ich lösche die und werde auf dem neuen Server neue machen. Weil wir haben sehr viel geradet. Wir wurden sehr viel geradet. Waren sehr schöne Aufnahmen auch dabei. Aber bei manchen habe ich selber leider verkackt, da war zu viel Musik dabei, da habe ich vergessen mal die Musik auszumachen oder. Naja, was soll's. Steigen wir ab und gehen mal ins Bettchen, legen uns schlafen und sagen, bis demnächst, Leute. Bis demnächst. Gute Nacht.